Donald Trump steht vor einer sehr, sehr schweren Entscheidung und ist in einer relativ unangenehmen Lage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Warum ist er in einer schweren Situation? Schlichtweg, weil die Chinesen jetzt den Preis erhöhen für diesen Phase 1-Deal. Und eigentlich kann Donald Trump diesen Preis nicht zahlen, der von den Chinesen gefordert wird. Was wird da gefordert? Wir haben heute Nacht wieder einen Artikel in der Global Times, mehr oder weniger das Organ der Kommunistischen Partei Chinas, gesehen. Da heißt es, US must scrap tariffs for trade deal. Die Amerikaner müssen die Zölle abschaffen, um einen Handelsdeal erreichen zu können. Und da heißt es, the US is very anxious, ist sehr besorgt, sehr ungeduldig, to reach a trade deal with China, and Beijing won't agree if the US does not cancel some tariffs. Also hier wird teilweise von einigen Zöllen gesprochen, teilweise wie auch hier von Nikkei heute Nacht, das japanische Organ. Da heißt es, all tariffs müssen praktisch abgeschafft werden. Complete removal of levies remains sticking point for phase one deal. Also da widersprechen sich die Berichte bzw. divergieren ein bisschen zwischen alle Zölle, alle bisherigen Zölle, also seit dem März 2018 eingeführten Zölle müssten weg und sowieso alle kommenden angekündigten Zölle. Es ist ja dann im Dezember nochmal dann eine weitere Zollanhebung vorgesehen. Das müsse sowieso weg und teilweise Zölle müssten abgeschafft werden oder alle Zölle müssten abgeschafft werden. Und das kann Donald Trump eigentlich nicht bieten. Das wird er nicht bieten. Die Global Times sagt, naja, ist doch klar, Leute, wenn wir über einen Handelsdeal sprechen, dann können wir doch nicht praktisch die Zölle unberührt lassen. Das wird nicht gehen. Da muss jetzt etwas kommen. Da müssen die USA China entgegenkommen. Dann wären wir auch bereit, dass Xi Jinping in die USA reist und dort unterschreibt. Aber nur, wenn er wirklich hier etwas angeboten bekommt, was er gerne unterschreibt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Donald Trump dieses Angebot machen wird. Er will unbedingt, dass Xi in die USA kommt. Das wäre für ihn natürlich wieder mal ein PR-Erfolg sondergleichen. Aber er muss etwas anbieten, was er nicht anbieten kann, nämlich praktisch sein Gesicht zu verlieren, zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt vor allem interessiert an meiner Wiederwahl. Alles andere, mein Geschwätz von gestern ist mir egal. Und was haben wir alles gehört von Donald Trump in Sachen China? In Sachen, ich liebe Zölle, wir werden alles aus China rauspressen etc. Das ist ja eigentlich sein strategisches langfristiges Ziel, ist China zu schwächen, die Wirtschaft zu schwächen, eben auch durch diese Zölle. Und Trump ist jetzt so in einem Konflikt zwischen kurzfristiger Interessenslage, die darauf zielt, ja, mach den Deal mit den Chinesen, denn das Wichtigste ist meine Wiederwahl, auf der anderen Seite eben einem übergeordneten strategischen Ziel. Das lautet, China schwächen, China nicht gleichwertig sein lassen, China nicht in die Lage zu versetzen, die USA dann perspektivisch zu überholen. Das ist eine ganz, ganz harte Geschichte jetzt für Donald Trump. Und die trifft auf Märkte, die geradezu euphorisch sind. Wir sehen jetzt den Fear and Greed Index, der von CNN ermittelt wird, bei 89. Ein bisschen Platz ist noch bis 100, um extreme Gier hier ausgelöst zu sehen. Wir haben viele Parameter. Ich hatte das hier gestern schon mal gezeigt. Der Markt extrem überkauft. Vor allem Tech ist überkauft. Wir sehen das Put-Call-Ratio. Auch das hatte ich gestern schon gezeigt auf den Tiefs, wie wir sie seit Januar 2018 nicht mehr gesehen hatten. Wir sehen, dass eigentlich im US-Handel an der Wall Street gar nicht mehr viel passiert. Das, was wirklich die Märkte immer nach oben gezogen hat, das sind diese Gaps, die vorbörslich entstehen, weil die Asiaten nach oben gehen, weil die Europäer nach oben gehen. Warum gehen sie nach oben? Weil dann irgendwelche spektakulären Meldungen über den unmittelbar bevorstehenden Deal wieder kommen. Aber erinnern wir uns an die Vergangenheit. Es war auch damals immer wieder so, dass westliche Medien, amerikanische Medien, angelsächsische Medien gesagt haben, wir sind unmittelbar und kurz davor. Und dann kam es nicht, weil eben man hier so ein bisschen selbstreferenziell ist, nur die eigene Sichtweise reflektiert, gar nicht sich in die Lage der anderen versetzt, nämlich der Chinesen, sich nicht kümmert um das, was die Chinesen denken oder tun, sondern glaubt, naja, wenn die lächeln, dann ist das ein Ja, aber es ist eben nicht so und dementsprechend passiert dann relativ wenig nach diesen vorbörslichen Jubelorgien, die heute entfallen. Heute sind wir flat in Asien und das, obwohl diese Berichte doch ein bisschen nachdenklich stimmen sollten von Nikkei vor allem, aber von der Global Times. Was haben wir noch? Wir haben
eine Bandbreite jetzt, was die US-Märkte betrifft, die Goldman Sachs hier mal aufgezeigt hat. Da sieht man bis Ende 2020 ein mögliches Szenario bis 3.400 Punkte beim S&P 500. 3.200, das wäre nochmal ein weiteres Plus von 4%, so ein Basisszenario oder ein Szenario, das man sehr für sehr wahrscheinlich hält. Und 2.600 auf der Unterseite für das Jahr Ende 2020. Aber wenn Elizabeth Warren gewählt werden sollte oder die Option besteht, dass sie gewählt wird, die Wahrscheinlichkeit größer wird, dann werden die US-Märkte 20, 25, vielleicht 30% einknicken, denn dann ist es vorbei mit dieser Buyback-Party. Es ist vorbei sozusagen mit der Selbstbereicherung der Reichen. Wir sehen, dass die Konjunktur in den USA gestern scheinbar ja nochmal ein Lebenszeichen gegeben hat durch den ISM-Dienstleistungsindex, der besser ausgefallen war als erwartet, allerdings der JOLTS-Arbeitsmarktreport deutlich schwächer. Und wir sehen hier zum Beispiel etwas, was für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen wirklich ist für den Zustand einer Konjunktur. Das ist der sogenannte Retail-Traffic, also das, was die normalen Leute an Reisetätigkeiten zeigen. Und wir sehen überall minus, 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 minus 6% November erste Woche, minus 8% Oktober vierte Woche, dickes Minus das ganze Jahr. Oder seit Sommer sehen wir da absolut rückläufige Reisetätigkeit. Für mich ein Hinweis darauf, dass die Dinge schlechter werden in den USA, auch wenn wir solche Daten haben wie der ISM-Index, die darüber ein bisschen hinwegtäuschen. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Und der ist bei 27.486. Es ging dann zum Ende des US-Handels hier ein 5-Minuten-Chart, ging es nochmal ein bisschen nach unten. Wir sehen den Nasdaq 8.208 und wir sehen den S&P, der sich ein bisschen jetzt erholt hat im asiatischen Handel. China und Japan weitgehend unverändert, 3.072. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte stricken? Wir sind bei 13.129, halten uns also über der 13.100er Marke. Die Luft wird jetzt nicht sauerstoffreicher in diesen Höhenregionen. Wir sehen den Euro und das ist sozusagen auch einer der Punkte, warum gestern die Euphorie gestoppt wurde. Wir haben noch keinerlei Angst, keinerlei Panik, keinerlei Abverkauf, aber die Euphorie ist erstmal gestoppt. Der Dollar konnte zulegen, weil eben die Erwartungen für weitere Zinssenkungen durch die Fed deutlich reduziert wurden nach dem ISM-Index. Wir sehen steigende Anleiherenditen auf der einen Seite, steigenden Dollar auf der anderen Seite. Wir haben gestern dazu noch eine sehr, sehr stark nachgefragte dreijährige US-Emission einer Staatsanleihe gesehen. 1 zu 10, 77 Euro Dollar, 1485 Gold, das eben auch unter dieser Dollarstärke leidet und Crude bei 56,96 $. Diese Dollarstärke respektive die Dollarschwäche im Gefolge der letzten Fed-Sitzung und vor allem der PK von Jerome Powell war es, die vor allem die Emerging Markets nach oben gebracht hat, die in Dollar verschuldet sind. Dollarschwäche ist gut für die Märkte, Dollarstärke ist schlecht für die Märkte. Gestern ist der Dollar gestiegen, steigt er weiter, wird es schwieriger für die Märkte. So einfach könnte man die Formel auf den Punkt bringen. Und für Donald Trump wird es jetzt ohnehin schwierig, denn er muss jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Eigentlich ist der Deal ja schon 500 Mal eingepreist, aber er kommt nicht. Und je öfter man sagt, es sei kurz davor, vor allem wenn das von angelsächsischen Medien kommt, amerikanischen Medien kommt, die einfach ihre eigene Denke den Chinesen übertragen, dann sollte man misstrauisch sein. Und hier ist natürlich für die Märkte jetzt nochmal ein gewisses Rückschlagpotenzial, wenn dieser Phase 1 Deal nicht kommt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.